Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit Ihrem Auto über die tschechische Grenze heim nach Bayern und, ohne es zu wissen, werden Sie als Drogenkurier missbraucht und das mit einem ziemlich ausgeklügelten technischen Aufwand. Jetzt steht die Hightech-Schmugglerbande in Nürnberg vor Gericht. Harald Mögginger berichtet. 5 Jahre und 10 Monate Haft. So lautet das Urteil gegen den Kopf der Hightech-Schmugglerbande. Mit GPS-Navigation und Peilsendern haben sie ahnungslose Touristen zu Drogenkurieren gemacht. Um das eigene Risiko zu minimieren, verpackten die Angeklagten das Rauschgift zusammen mit einem GPS-Peilsender in Plastikboxen. Diese Plastikboxen brachten sie dann mit Hilfe eines starken Magneten an den Unterboden von Fahrzeugen aus dem Raum Nürnberg-Fürth an. In Deutschland konnten sie diese Fahrzeuge dann mit Hilfe des Peilsenders orten und das Rauschgift an sich nehmen. 7-mal soll diese Tour funktioniert haben, dann flog der Schmuggel auf. Auf solchen Parkplätzen, in der Nähe sogenannter Vietnamesenmärkte, bringt das Trio seine Magnetboxen an. Eine Familie aus Nürnberg hat so über 200 Gramm Crystal Speed nach Bayern gebracht, ohne etwas zu merken. Glück für die Familie, die Zollfahnder sind bereits am Schmugglertrio dran, nehmen die Bande fest. Doch Experten warnen, die Drogendealer werden immer dreister. Sollten Sie an Ihr Fahrzeug zurückkommen an diesem Parkplatz und unter das Fahrzeug blicken, eine solche Dose entdecken, da raten wir, diese Dose nicht anzufassen, das Fahrzeug nicht zu bewegen, keine Spuren auf dieser Dose zu hinterlassen und unverzüglich die dortige Polizeidienststelle in Tschechien noch anzurufen. Denn auch wer ahnungslos Drogen einführt, kann zum Straftäter werden. Ein Kontrollblick und das Auto lohnt sich deshalb auf jeden Fall.